Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Wie versprochen, jetzt gleich das zweite Video nach dem Watson Trailer, den ich gerade rausgehauen habe. Und zwar geht es jetzt um den Ranked-Modus bzw. den Liga-Modus. Wie versprochen, habe ich ganz viele Infos für euch. Ich möchte jetzt speziell noch mal Alaborido und Casey, dann, das sind zwei Abonnenten von mir, die mich gestern Abend noch darauf hingewiesen haben, dass es Infos zum Ranked-Modus gibt. Und ich habe mich jetzt hingesetzt und habe alle Infos zusammengekratzt. Das sind richtig viele Informationen und ich denke auch nicht, dass mehr Infos dazu überhaupt kommen werden. Nochmal ganz kurz daran erinnert, 20 GB ist nachher der Patch-Kurs, der hoffentlich vor 19 Uhr noch kommen wird, damit wir genug Zeit haben, den hochzuladen. Und ganz kurze Info noch, bevor ich jetzt mit dem Ranked-Modus starte oder mit den Informationen. Nachdem Season 2 gestartet ist, möchte ich morgen einige Videos über sämtliche neuen Inhalte machen, Infovideos, wie ihr es von mir halt kennt. Ich würde gerne mal von euch in den Kommentaren erfahren, wie euch es lieber wäre. Ich habe zwar meinen festen Plan, wie ich das machen möchte. Ich würde gerne für einzelne Inhalte, wie zum Beispiel den Battle Pass Inhalt oder Watson oder die Elster oder die Patch Notes, die dann aktuell rauskommen, jeweils einzelne Videos machen. Würde euch das so lieber gefallen? Dann könnt ihr euch die interessantesten Sachen rauspicken. Oder würde es euch besser gefallen, wenn ich alle Inhalte in ein Video packe? Das würde natürlich sehr, sehr lange gehen, das Video locker. 30, 40 Minuten, wenn nicht sogar länger. Mir persönlich wird es lieber sein, wenn ihr euch das genauso wie ich mir das wünsche, dass ich jedes Thema so ein bisschen einzeln aufgreife und ich würde dann morgen früh das allererste Video raushauen und zwar mit dem Inhalt vom Season Pass. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr euch das wünschen würdet und jetzt nach dem Intro haue ich euch alle Infos raus, die ich jetzt über den Ranked-Modus oder den Liga-Modus habe. Sehr interessant, bis gleich. Where's my money, bitch? Anhand dieses Bildes möchte ich euch den Ranked- bzw. Liga-Modus einmal näher bringen. Da visualisiert das so ein bisschen. Es gibt 6 Ränge. Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant und Apex Predator. Apex Predator ist die Maximalstufe. Jede einzelne Stufe, bis auf die letzte Stufe, hat nochmal Unterstufen. 4 Stück, 4, 3, 2, 1 sollen Divisionen sein. So nennt sich das. Wenn ihr jetzt Bronze Stufe, fängt jeder an. Ihr müsst Rangpunkte oder Ranglistenpunkte erreichen. RP ist die Abkürzung dafür. Müsst ihr grinden, um im Rang zu steigen. Wie genau bekommt man die Ranglistenpunkte oder RP? Es gibt 5 Punkte maximal. Also pro Kill bekommt man einen Punkt, maximal 5 Punkte könnt ihr durch Kills erreichen, danach ist Sense. Wenn ihr 10 Kills macht, bekommt ihr trotzdem nur maximal 5 RP. Dann bekommt ihr jeweils Top 10, Top 5 oder Top 3, jeweils entweder 2, 4 oder 7 RP. Oder wenn ihr Champion wärt, 17 Punkte. Ihr könnt also quasi maximal, wenn ihr Champion wärt und noch 5 Kills kassiert oder höher, maximal 17 Punkte erreichen. Das heißt, wenn ihr quasi 2 Runden hintereinander Erster mit mindestens 5 Kills werdet, 5 Kills habt und Erster werdet zweimal hintereinander, so rum, dann seid ihr schon Bronze Division 3. Und interessant zu wissen ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel Rang Silber oder Gold schon erreicht habt, könnt ihr nicht mehr auf Silber runterfallen oder auf Bronze. Ihr könnt lediglich, wenn ihr jetzt zum Beispiel Division 1 schon erreicht habt, in den Divisionen wieder runterfallen. Wenn ihr irgendwie einen schlechten Tag habt und ein paar Mal verliert oder so, könnt ihr maximal in der Division runterrutschen. Was aller, wie viele Ranglistenpunkte man übrigens verliert, wenn man gleich von Anfang an verliert, das habe ich leider nicht rauslesen können. Es kann aber sein, dass es maximal nur so viel ist, was euch ein Start eines Ranglistenspiels kostet. Denn Bronze ist noch kostenlos, wie ihr hier seht. Wenn ihr aber nachher Silber schon erreicht habt, kostet euch eine Teilnahme am Silberspiel ein Ranglistenpunkt. Und nachher bei der letzten Stufe Apex Predator kostet es maximal 5, beziehungsweise ist das die höchste Punktzahl, die ihr ausgeben müsst. Das heißt, startet ihr mit, was weiß ich, 950 Punkten, verkackt sofort, rutscht ihr auf 945 Punkte, nehme ich zumindest an. Konnte man leider nicht rauslesen. Das fand ich ein bisschen schade.
Sinn ist es übrigens, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte, gleichwertige Gegner zu finden. Hier soll sich einfach nur die Spreu vom Weizen trennen, dass man wirklich gegen die Besten der Besten kämpft. Der Elite-Modus, der ja vor einigen Wochen dazu kam, der jetzt aber auch nicht mehr lange da ist, Season 2 wird der Elite-Modus erstmal rausfliegen, soweit ich das weiß. Da hatten viele die Hoffnung, dass man da gegen stärkere Gegner kämpft. Das war leider nicht der Fall. Das war sehr, sehr enttäuschend. Das soll der Ranked-Modus auf jeden Fall bringen, was ich sehr, sehr geil finde. Dann soll es auch so sein, wenn die erste Liga jetzt irgendwann vorbei ist und die zweite Liga startet. Also die erste Liga geht jetzt erstmal von Juli bis September. Das ist Fakt. Der läuft jetzt eigentlich nur zufällig mit Season 2 mit. Das hat mit der Season selber eigentlich nicht viel zu tun, wird einfach nur in Season 2 richtig starten. Das heißt, ab Season 3 kann es sein, dass es die zweite Liga noch gar nicht gibt oder schon die zweite Liga schon lange gestartet ist. Und was auch der Fall sein soll, wenn die erste Liga vorbei ist, gucken sich die ganzen Spiele-Creator die ganzen Statistiken erstmal an und suchen dann nach Verbesserungen, die sie bringen können. Also auch der Ranked-Modus soll verbessert werden, was auch noch nicht feststeht, was es für Belohnungen gibt. Die einzigen Belohnungen, die feststehen, sind die Plaketten. Wenn ihr jetzt Silber, Gold, Platin und so weiter erreicht habt, kriegt ihr jedes Mal für diese Stufe eine Plakette, die ihr in euren Banner einfügen könnt, sodass die Gegner sehen können, welchen Rang ihr habt, auch wenn ihr Normalmodus spielt. Das finde ich auch eine richtig geile Sache, aber ich hoffe, dass Belohnungen zum Schluss, was weiß ich, wenn man wirklich Predator erreicht hat oder Diamant, das ist ja schon eine krasse Sache, dass man vielleicht Apex Packs sich freischaltet oder ein paar Apex Coins. Das würde ich richtig geil finden. Also das wäre schon eine feine Sache. Aber da steht halt noch nicht fest, ob es da überhaupt Belohnungen geben soll, bis auf die Plaketten. Und was auch der Fall sein soll, sollte die Liga dann, wenn die Liga in 3 Monaten zum Beispiel dann vorbei ist, dann soll es so sein, dass die nächste Liga, wenn die losgeht, startet man entweder wieder ganz von vorne bei Bronze Division 4. Und was ich auch rausgelesen habe, es kann auch sein, dass ihr je nach Abschluss der ersten Liga, welche Platzierung ihr da habt, wenn ihr zum Beispiel Predator oder Diamant erreicht, kann es sein, dass ihr vielleicht eine bessere Startplatzierung in der nächsten Liga bekommt. Wie das genau aussieht, steht da aber leider auch noch nicht fest. Dann gibt es noch ein Mindestlevel, was man haben muss, um überhaupt die Ranked oder den Ranked-Modus überhaupt starten zu können. Ist Level 10, sollte für die meisten kein Problem sein. Also ist das eigentlich fast gar nicht erwähnenswert. Dann gibt es noch Informationen, wenn man mit einer Lobby startet, wo Freunde drin sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel Platin wäre und ich nehme jemanden mit, der nur Silber oder Bronze oder einfach nur unter mir ist, dann ist es so, dass die Gegner anhand des Stärksten in der Lobby bemessen werden. Das heißt, Platin mindestens oder vielleicht sogar höher werden die Gegner sein. Es wird nicht so sein, dass dann schwächere Gegner, nur weil ein Schwächerer drin ist, dass dann schwächere Gegner gesucht werden. Das Einzige, was geil ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich muss auf jeden Fall für Platin 3 RP bezahlen und der Schwächere, zum Beispiel Silber, muss nur ein. Also jeder muss nur seinen Einsatz aufgrund seines Ranges bezahlen. Finde ich auch eine ganz feine Sache. Dann wird es die Niederlagentoleranz geben, die war schon im Elite-Modus aktiv. Die Niederlagentoleranz, die kann ich jetzt gar nicht so im Detail erklären, weil ich die damals schon bei dem Event nicht richtig verstanden habe. Die hat bei mir manchmal gegriffen, wenn man verloren hat, aber was man dafür erfüllen musste, habe ich nicht so ganz begriffen. Fakt ist, dass jedenfalls auch, wenn man mal verliert, weil man nichts dafür kann, weil vielleicht ein Gegner bzw. ein Teammate gequittet hat oder der Server abkackt, dann zählt auf jeden Fall das zur Niederlagentoleranz und man verliert keine Ranked-Punkte, was ich auch eine geile Sache finde. Und was auch richtig wichtig ist, es wird im Ranked-Modus Strafen geben für Leute, die keinen Bock auf ihre Random Mates vielleicht haben. Das heißt, quittet ihr zu früh, werdet ihr bestraft. Die Bestrafungen können so aussehen, dass ihr quittet und 5 bis 10 Minuten eventuell in den nächsten Ranked-Modus nicht rein könnt. Und die krasseste Strafe, wenn ihr das euch zu oft leistet, kann bis zu einer Woche ein Bann im Ranked-Modus sein. Also passt besser auf, dass ihr nicht mehr quittet. Und ganz wichtig zu wissen, das Quitten geht schon dann los als Strafe, wenn ihr im Charakterauswahlmenü seid. Also wenn ihr quasi auswählt, welche Legende ihr jetzt im nächsten Spiel nehmen wollt, das fällt quasi schon. Wenn ihr da quittet, dann sind ja eure Teammates nur noch zu zweit oder im blödesten Fall alleine. Also überlegt euch gut, wann ihr quittet.
zählt natürlich logischerweise auch im Spiel, wenn ihr mitten im Gefecht seid oder wenn ihr tot seid, aber es noch möglich ist, dass ein Teammate von euch euch respawnen kann. Erst wenn ihr nicht mehr geholt werden könnt, tot seid, Respawn-Zeit vorbei, erst dann könnt ihr quitten und habt keine Strafe zu befürchten. Das ist ganz wichtig für euch zu wissen. Das Einzige, was ich jetzt an Informationen noch habe, ist, dass die erste Liga jetzt erstmal, wie gesagt, 3 Monate dauert. Die Spieleentwickler gucken sich die ganze Geschichte genauer an und sind da schon dran, dann auch Verbesserungen zu bringen. Es soll sich regelmäßig dann ändern, wenn eine neue Liga kommt, was ich auch sehr, sehr geil finde. Und ich hoffe, wie gesagt, dass die an Belohnungen arbeiten. Das soll es soweit von mir und dem Ranked-Modus gewesen sein. Es ist ein bisschen länger, das Video, weil es wirklich im Detail ein bisschen interessant ist, da was drumherum zu erzählen. Solltet ihr neu auf meinem Kanal sein, möchte ich nochmal betonen, dass ich über Season 2 so viele Videos wie möglich nur machen möchte. Im Detail, einzeln am besten. Streams gibt es von mir auch regelmäßig. Also für die, die jetzt das Video noch bis zum Schluss schauen, zwischen 16 und 17 Uhr möchte ich den Countdown in Season 2 als Livestream starten. Bis maximal 20.30 Uhr habe ich Zeit. Und morgen möchte ich dann das erste Detail-Info-Video über den Season Pass machen. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, dass ihr heute Abend wieder einschalte in meinem Livestream, das würde ich sehr, sehr geil finden. Sorry, dass ich jetzt mich hier aus der Facecam komplett rausgelassen habe. Ich wollte das Bild jetzt dauerhaft drin lassen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Dienstag und eine mega Vorfreude auf Season 2. Bis heute Abend hoffentlich. Macht's gut. Ciao.